Hallo und willkommen zurück zu Mario Sunshine. Unser Mario ist schon wieder eingepennt und wir gehen jetzt wieder rein in die Welt. Wir haben jetzt ordentlich was an blauen Münzen geholt. Und noch ordentlich Insignien dazu bekommen. Palmaton Sandsprint. Okay. Klingt nach irgendeinem Rennen. Wenn wir ins Schwitzen geraten, springen wir ins Meer. Macht Sinn. Jede Menge von den roten. Das ist jetzt alles nur... gelbe Münzen. Nur gelbe Münzen. Nö. Schade. Keine blaue Münzen. Ah. Dann holen wir den mal und schalten den frei. Und die Raketendüse ist freigeschaltet. Ach, weil das Pflänzchen hier weg ist, sind die der Meinung, dass wir hier nicht mehr hochkommen. Der Weg ist das Ziel. Wer den Wandsprung kann, kommt auch hier hoch. Hab dich. Palmaton ist so super uncool. Hier, gib mal her die Brille. Ich bin Palmaton. Wir rennen jetzt bis zu dieser Fahne. Ein Rennen bis zur Zielflagge. Nur einer kann triumphieren. Der momentane Rekord liegt bei 35 Sekunden. Bist du bereit? Dann fertig und los. Och, jetzt funktionieren die Sprünge schon wieder nicht. Wo bist du, Lahmarsch? Ja, Schnauf. Du bist nicht schlecht und auch recht flink. Du hast mich ein wenig beeindruckt. Wir sehen uns wieder. Und Tschüssikowski. Okay, das war jetzt wirklich einfach. Und das trotz Steuerungsfails. Um ehrlich zu sein, gefallen mir verschwitzte Kerle nicht.
Oli, oli. Ola, ola, oli. Schnoller? Hä? Hey. Junge, du strotzt gerade vor Energie. Respekt. Hamaton hat es in letzter Zeit übertrieben. Dies ist eine Art Festival, nicht wahr? Jo, mach mit. Du behauptest, dass jeder Weg, der ans Ziel führt, okay ist? Gesundheit ist das höchste Gut. Wahaha. Dieser Typ wird bei jedem Rennen mit Abstand letzter. Diese Wettbewerbe sind die reichste Energieverschwendung. Oh yeah, manchmal muss ich tanzen, sorry. Gebt euer Bestes, ole ole. Ein Spezialsaft, mit dem du gegen Palmaton gewinnst? Leider weiß ich nicht, wie ein solcher Saft hergestellt wird. Hab doch schon gewonnen. Der legendäre Sandvogel ist weg. Wenn er doch nur ein wenig bei uns geblieben wäre. Ich hätte mit einem Strand hier viel mehr. Mit einem Strand hier viel Geld verdient können. Ja, haben wir mit allen gequatscht. Na denn, eine weitere Insignie. Und Nummer 41. Schade. Leider ist die eine Düse wieder futsch. Rote Münzen im Korallenriff. Okay. Ja, mein PC will wieder neu starten. Verstehe gar nicht warum. Ich hatte doch erst den PC neu gestartet wegen Antivirus. Kam wieder der Patch für den Patch. Ah, ich denke mal, es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir uns den Turbo mal eben holen gehen. Ah, okay, hier brauchen wir wieder ein Yoshi. Hier hoch, da hoch. Düse, 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 wo bist du? Ah, die rote Düse brauche ich nicht, ich brauche die weiße. Manchmal klappt dieser eine Sprung nicht so ganz. Whoa. Machst du denn, Mario? So. Was ist denn das? Hmm.
Na Gott, da hätten wir auch die Aufgabe mit den Münzen erledigen können, wahrscheinlich sogar leichter, aber na Gott. Doing. Das Korallenriff? Das ist dieser felsige Fleck im Wasser. Richtig, links von der Cocktailbar, genau. Oh, zweiter nicht ist. Schon gedacht, dass hier irgendwas noch kommt mit dem Riff. Okay, also zwei der Münzen sind ein wenig böse. Also. So, drei noch. Die müssen wir jetzt erstmal finden. Die liegen ja garantiert irgendwo zwischen. Ich muss natürlich auch ein bisschen aufpassen mit dem Fisch, der da hinten rumschwimmt. Aber der macht einen Haps und wir sind weg. Aha. Ah, hier ist eine weitere Route. Voilà. Eine noch. Bingo. Und da haben wir schon. Aber also wenn wir den Tempo weitermachen, kommt man relativ schnell durch. Am meisten Arbeit wird es sein, die ganzen blauen Münzen zu finden. Mario Morgana, ihm nach. Ach, er schon wieder. Ups. Hab ihn. Verflixt, es ist noch nicht vorbei. Easy. Und 43. Ach, wie angenehm das, und schnell das geht mit dem richtigen Pad. Ah. Super. Komm wieder rein.
Das Wassermelonenfestival. Ja, da werden wir wahrscheinlich die Insignie aus dem Entsafter da kriegen. Oi! Das sind mal Melonen. Das Wassermelonenfestival ist eröffnet. Warum muss ich hier stehen? Ich hätte lieber einen Cocktail. Einmal der coole Salbe, eine Sonnenbrille. Danke. Ups. Der Typ da hat mich zum Wetten gedrängt und ich habe verloren. Dann haben wir Wassermelonen getauscht. Meine war viel größer. So ein Fiesling. Er nimmt nicht teil, weil er nicht gerne verliert. Dieses Jahr nehme ich nicht an dem Wettkampf teil. Sorry. Ich möchte nur hier sitzen und meine Wassermelone essen. Wie sieht's aus? Meine ist die Größe, oder? Stimmt doch. Ich habe den Sieg so gut wie in der Tasche. Meine Wassermelone ist die Größe. Bis jetzt, denke ich. Aber was soll ich machen, wenn jemand eine größere bringt? Oder deine Wassermelone über den Pier zum Cocktail stand. Ole, ole. Das Wassermelonenfestival ist vorbei. Beeilung, viel Glück. Ah. Was zum? Ah, da oben sind die Sonderwäsche von denen. So. Mist. Deine Schuld. Nein! Das sind aber weiche Melonen. Nee, 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 das lässt aber schön bleiben hier. Nein, 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 nein. Mist. Was zum? Musst du nicht ausgerechnet da einen Weg legen? Bleib liegen! Nein, 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 nein! Nein! Gar nicht mal so einfach. Was ist das? So. Ja, das dürfte... Nein! Die schwerste Aufgabe sein. Ja.
Natürlich seht ihr nicht, solange er noch nicht komplett steht. Ich könnte ihn noch eine Weile betäuben, aber nö. Oh nein, die ist viel zu klein. Winzig, also wirklich. Ich denke, eine von den drei dort drüben wird gewinnen. Ich hab's befürchtet. So ein Mist. Also wir müssen jetzt die riesige Melone von da ganz hinten rüber rollen. Eieiei. Das kann ja heiter werden. Na Gott, es hilft nichts. Reicht die? Oder ist sie immer noch so klein? Gott, die passt ja gar nicht auf den Steg. Nein! Nur nicht schlecht, aber auch nicht gut. Die ist auch nicht größer als eine von den dreien dort. Die ist doch kaum über den Steg gekommen. Und die war größer. Och Mann. Ja, such mal halt noch eine Melone. Das war ein Mist. Alles nur gelbe Münzen. Och nö, ich habe eine Befürchtung. Ich habe da echt eine Befürchtung. Dass wahrscheinlich diese Münze sag ich schon, diese Melone ganz oben ist. Das hat ja gerade mal wieder wunderbar funktioniert mit dem Wasser. Alles nur Träger gelber Münzen. Da kann ich überhaupt nichts anfangen. Naja. Na gut. Ach, ich hab's befürchtet. Ach so. Okay.
Die Melone ist aber empfindlich. Upsala. Von der Melone werden mehrere Familien satt. Großfamilien. Okay. Kamera. Hier nix. Okay. Geh wieder hoch. Muss aufpassen, dass die Gegner nicht im Weg liegen. Die Aufgabe ist ein klitzekleines bisschen nerviger. Platzt die Melone nicht bei allem. Na? Auf darauf rumzuhüpfen. Okay, also bei einem dieser Missionen hätte man locker die 100 Münzen machen können. Aber so jetzt. Große, schöne Melone. Uiuiui, die passt ja gar nicht auf den Steg. Uiuiuiuiuiui. Was ein Monstrum. Bisschen von links, bisschen von rechts, bisschen von links. Ja, von rechts. Reicht die? Wow, das ist eine Megamelone. Wie ich noch keine sah. Das muss ich nicht dem Schiedsrichter bemühen. Du siegst. Also. Mario steht im Mixer. Das war Insignie Nummer 44. Ja, läuft doch. Ja, theoretisch dürfte hier jetzt nichts mehr an normalen Insignien sein. Hier dürften eigentlich nur noch... Ja. Nur noch blaue Münzen sein. Und die werden wir wahrscheinlich jetzt so nicht kriegen auf die Schnelle. Allein schon, weil ich gesehen habe, dass da wieder was im Ausschlecken für Yoshi ist. Kurzum, da kommen wir so noch nicht ran.
Mal gucken, was die Zeit sagt. Die Aufgabe war ja ein bisschen zeitaufwendiger. Ja, sind wir ein bisschen rüber, aber das macht nichts. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal Feierabend und ich sag mal wieder danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.